In diesem Video möchte ich kurz meinen Druckertest des Lexmark CX317DN vorstellen. Zuerst mal zu meiner Ausgangslage. Der Drucker wird in einem Drei-Personen-Haushalt benutzt und von der ganzen Familie benutzt. Am häufigsten drucke ich normal PowerPoint-Präsentationen für das Studium und E-Books, häufig mit der Duplex- oder 2-auf-1-Funktion, um Papier zu sparen. Außerdem drucke ich in der Regel etwa 10% aller Druckaufträge vom Smartphone aus. Zum Test. Zuerst einmal muss ich anmerken, dass der Drucker extrem gut verpackt ankam. Nach Entfernen der Transportsicherung habe ich die Druckersoftware auf dem PC installiert und den Drucker per WLAN verbunden. Der erste Testdruck war ein 53-seitiges E-Book in Farbe und Duplex. Im Datenblatt zum Drucker werden bei Duplex-Druck in Farbe 12 Seiten pro Minute angegeben. Erreicht habe ich ungefähr 8,5 Seiten pro Minute, also ein Drittel weniger. Aber die Qualität ist sehr gut. Als nächstes habe ich einseitig 75 Seiten eines weiteren E-Books gedruckt. Auch hier kam ich von der Druckgeschwindigkeit nur auf ein Drittel weniger als angegeben. Aber die Druckgeschwindigkeit, mit der bin ich trotzdem sehr zufrieden. Dann habe ich ein Foto auf Glanzpapier gedruckt. Mit dem Ergebnis bin ich auch sehr zufrieden, auch wenn die Qualität nicht ganz wie farblich wie auf dem PC war. Aber wie man sehen kann, ist die Qualität trotzdem sehr gut. Mein nächster Test war die manuelle Papierzuführung. Dort habe ich einen Testdruck auf einem 10x15 cm Format gedruckt, ein Bild und Text. Es war ebenfalls kein Problem. Dann habe ich noch eine Testseite ganz normal ausgedruckt und diese anschließend mit dem Flachbettscanner kopiert, mit dem integrierten, und einmal mit dem Einzugscanner. Insgesamt ist die Qualität sehr gut. Was ich bemängeln würde, ist, dass in der Standardversion kein WLAN-Modul integriert ist, was meiner Meinung nach inzwischen Standard sein sollte, weil einfach immer mehr vom Handy aus gedruckt wird. Zum Schluss habe ich noch die Teilnahmebedingungen des Produkttests eingescannt und als JPG gespeichert. Auch hier hatte ich keine Probleme mit der Software und die Qualität war ebenso nicht zu beanstanden. Mein Fazit insgesamt ist, dass der positiv in Druckqualität und Geschwindigkeit sehr gut aufgefallen ist. Das Druckermenü bietet viele Einstellungsmöglichkeiten und das Kopieren über den automatischen Einzug ist ebenfalls ein super Feature, was beim Einscannen von längeren Dokumenten deutlich Zeit spart. Wie eben schon erwähnt, ist der einzige negative Punkt meiner Meinung nach, dass in der Standardversion heutzutage kein WLAN-Modul verbaut ist und ich somit leider nicht vom Tablet oder Smartphone drucken könnte.